Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4. Lucy, du bist mal wieder wütend. Warum? Warum bist du wütend? Oder du bist immer noch wütend, glaube ich, ne? Ich glaube, das warst du schon in der letzten Folge. So, es ist Mittwochmorgen, 7 Uhr. Wie geht es unseren Sims? Marie, es sieht ganz okay aus bei dir, ne? Maike, was ist bei dir? Dir geht's auch gut. Du bist jetzt am PC und was genau machst du im Internet surfen? Musst du heute arbeiten? Ja, musst du um 16 Uhr. Level 4 der Schreibfähigkeit. Wollen wir da noch ein bisschen weitermachen? Ich meine, im Internet surfen ist ja schön und gut. Oh, Marie ist schon auf dem Weg zur Arbeit. Schreiben üben, Kolumne schreiben. Ja, weißt du was? Wenn du die Kolumne schreibst, dann baust du doch auch gleichzeitig deine Fähigkeiten auf, ne? Ja, supi. So, Max ist auch zur Arbeit. Mensch, habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich euch zur Arbeit geschickt habe. Olivia schläft jetzt noch ein bisschen, muss heute um 10 Uhr arbeiten. Wie geht es dir so? Ja, einigermaßen gut, ne? Level 3 der Fantasiefähigkeit und du bist traurig. Warum hat man dich wieder allein gelassen? Zurückgelassen. Oh, wie gemein ist das? Wie gemein ist das? Das ist echt nicht schön. Ich würde heute ganz gerne ein bisschen was mit der Lucy machen. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, mal vielleicht auf dem Spielplatz oder so, weil ich gar nicht weiß, was die kleinen Kinder da auf dem Spielplatz tatsächlich alles machen können. Und eventuell schicke ich... Was ist denn da los, Olivia? Eventuell schicke ich Olivia zur Arbeit. Ich muss mal eben gucken, ob das passt. Bis 15 Uhr. Ich schicke Olivia zur Arbeit und gehe mit Maike und Lucy auf den Spielplatz. Das fände ich ganz schön. Hast du da jetzt nicht zu Ende geschrieben? Doch, hast du vermutlich, ne? Du hast vermutlich die Kolumne zu Ende geschrieben, aber trotzdem dein Level nicht erhöht. Schreiben üben. So, da klingelt auch schon der Wecker. Bezahlten Urlaub nehmen. Nee, du gehst auf jeden Fall zur Arbeit. Und dann machen wir ein bisschen was mit der Tante Maike. Und du hast ja auch noch Spaß, ne? Dir geht's ja auch soweit ganz gut. Wir könnten da ja auch auf dem Spielplatz irgendwie, oder beziehungsweise im Park, könnten wir auch ein bisschen was grillen oder so, wenn sie dann Hunger bekommt. Ach, ist das süß. Was macht das Klo? Das Klo spinnt wieder rum. Okay, und ich wollte noch mal eben kurz nachschauen bei deinen Fähigkeiten. Fantasie, wow, da bist du jetzt ganz schön aufgestiegen. Kommunikation 4 finde ich nach wie vor gut. Und ich hatte ja auch in der letzten Folge überlegt, was wir mit der lieben Marie machen. Ob wir sie beißen lassen vom Dante. Und ich habe da eure Kommentare gelesen. Die Mehrheit ist dafür, dass wir... Oh nein, ist das kaputt? Oh nein, wollen wir das ersetzen? Komm, wir müssen Geld loswerden, wir haben so viel. Ja, es sind natürlich die meisten dafür, dass die Marie gebissen wird. Einige sind nicht dafür, andere sagen ein bisschen später. Und dann habe ich auch gelesen, dass der Dante das wohl noch gar nicht machen kann, da er selbst seine Vampirfähigkeiten noch gar nicht so weit aufgebaut hat. Das ist natürlich blöd, dann müsste ich ein bisschen mit dem Haushalt spielen, ne? Beziehungsweise mir das mit Dante eventuell so ein bisschen ercheaten, müssen wir dann mal schauen. So, warten wir jetzt noch ab, bis du da aufsteigst. Lucy, was machst du denn da? Was ist das? Oh, schaut sie sich da den PC an? Und sie weint. Oh Gott. Oh Gottchen, Maike, dann komm mal bitte hier hin. Komm mal bitte hier hin und tröste sie. Tag verschön. Ach, du bist auch schon wach. Bist du jetzt davon wach geworden, Olivia? Was machst du zur Arbeit? Ach so, das wollte ich nicht abbrechen. Bist du zur Arbeit? Ja, du bist zur Arbeit. Maike, komm mal bitte... Wow, wow, diese Wände hier. Maike, komm mal bitte hier hin. Zu Lucy. Dann kannst du sie trösten. Oder wollen wir direkt irgendwo hingehen? Oh Gott, sie ist auch müde, ne? Das ging aber jetzt super schnell. Aber ich möchte jetzt trotzdem gern auf irgendeinen Spielplatz, beziehungsweise in den Park. Was ist denn hier? Hier ist doch auch dieses Spielgerät, ne? Wollen wir da hingehen? Zusammen mit Maike? Mehr Leute kennst du jetzt nicht, ne? Den Henry könnten wir vielleicht mitnehmen, damit die Maike da nicht so ganz alleine ist. Wir gucken einfach mal. So, Lucy, was hast du an? Ich überlege gerade... Warte nochmal eben, ich überlege, ob wir dich umziehen, Wein, Windel benutzen. Nein, Outfit ändern, was haben wir denn noch? Ich finde eigentlich alles so süß, ne? Das ist auch süß. Das ist jetzt eher das Party-Outfit, aber das haben wir noch gar nicht gesehen. Auch ich finde das total süß. So, Maike, jetzt tröste sie doch mal bitte. Spielen, kennenlernen, Kinderbetreuung. Nee, da ist es gar nicht. Als Pflegekind adoptieren. Nein. Oh, sie knutscht da erstmal mit ihm, ne? Freundlich. Trösten. Tröste sie doch mal bitte. Was? Was hast du denn, Henry? Du hast dich doch... Was? Hallo, Maya. Henry, was ist mit dir? Du kamst doch immer gut mit der Lucy klar. Warum hast du jetzt so komisch reagiert? Oh.
Oh, süß! Was ist das denn? Oh, wie geil ist das denn? Leute! Wow! Hallo, Chloe! Oh, das ist ja... Das ist mega niedlich! Oh, wie geil! Was genau ist das? Mit Lucy spielen! Oh, das ist ja mega toll! Ich feiere das gerade total. Carlo, du Creep, gehst du mal bitte? Ich finde das gerade mega. Sie fühlt sich unwohl, warum? Groß und stark. Der kleine Fratz wird langsam groß, die Balgerei wird langsam anstrengend. Was ist das denn hier unten für ein Symbol? Zur Tagespflege? Ach so, nein, auf keinen Fall. Was macht das Spiel wieder? Stopp mal eben, was macht das Spiel? Regeneriert sich jetzt alles? Das wäre schön. So, Lucy, was ist das? Kannst du da ein bisschen spielen? Oh, ich fand das jetzt mega gut. Das habe ich noch nie gesehen. Das hat ja voll Bock gemacht. Richtig cool. Sie läuft da einfach mal durch. Wo gehst du hin? Hände waschen oder ein Glas Wasser nehmen oder so? Hat das jetzt mit dem Henry ja total viel gebracht, dass wir den hierhin mitgenommen haben? Lucy, du steckst da gerade ein bisschen fest. Oh, das ist doch die Lisa. Liebhaben. Kannst du es mal machen? Die muss zwar gerade zum Klo. Oh, ist das putzig. Wo geht ihr jetzt hin? Was macht ihr jetzt? Leute, ich muss mal eben ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, es läuft jetzt besser. Hatten wir schon lange nicht mehr die Probleme. Wo gehst du jetzt hin, Lucy? Beziehungsweise ihr beide. Wo geht ihr hin? Henry sitzt da auf dem Klo. Sie steht da rum. Ich glaube, die Lisa wollte jetzt zur Toilette gehen, ne? Und deshalb läuft auch die Lucy jetzt hier gerade so ein bisschen querfeldein. Liebhaben. Ja, hab sie doch mal lieb. Oh. Ach toll. Das ist ja süß. Hat sie direkt eine Freundin gefunden? Was machst du da herumlaufen? Nein, über Superhelden reden, über Spielzeug reden. Unfug reden, über Lieblingsfarben reden. Ach, toll. Das ist ja echt toll. Was macht ihr zwei da drin? Quatscht ihr da im Klo oder was? Ja, gut, könnt ihr von mir aus machen. Machst du da Unfug mit ihm? Insider wird's anhören. Ich finde das hier gerade total süß mit den beiden. Ach, toll. Über Prinzessin reden. Lucy hat entdeckt, dass Lisa Space ein Alien ist. Die Tarnung schien perfekt, abgesehen von der, nun ja, außerirdischen Kleinigkeit. Oh, wer ruft an? Wer ruft denn da jetzt an? Nein, danke, zum blauen Samt. Möchte ich jetzt nicht hingehen? Oh, sie ist verspielt. Zuschauen. Nee, warte doch mal. Über Prinzessin reden, über Party reden. Gleich macht sich die Lisa hier noch in die Hose, weil wir die ganze Zeit aufhalten, ne? Kann das sein? Oder geht sie jetzt zum Klo? Ja, ich glaube jetzt... Geht sie? Geht sie nicht? Nein, sie geht nicht. Sie kommt nochmal zurück. Über Party reden, finde ich ja witzig. Über Lieblingstier, was haben wir denn noch? Was können wir Lustiges machen? Unfug reden? Freundlich? Auf Wiedersehen? Umarmen? Oh, sie ist beschämt. Warum? Weil wir entdeckt haben, dass sie ein Alien ist? Und? Umarmt ihr euch jetzt? Oh, Leute, das ist ja mega niedlich. Wir haben unsere erste Freundin gefunden. Sie ist jetzt zwar ein bisschen älter, aber das macht ja nichts. Lisa, soll ich dich jetzt entlassen? Möchtest du zum Klo gehen? Was machst du jetzt? Planschen. Na, ich weiß ja nicht, ob Planschen jetzt sein muss. Ich wollte noch mal eben ausprobieren. Was ist das? Nee, sie kann da echt nicht spielen. Und wo geht Maike hin? Maike, wo gehst du? Oh, und der Tod ist natürlich auch hier. Ja, super. Julia! Oh, es ist toll. Hallo. Ist es schön, dich mal wiederzusehen. Das finde ich ja richtig gut. So, du planschst jetzt im Klo. Wo ist eigentlich Henry? Henry steht hier die ganze Zeit ein bisschen verloren rum, ne? Benutzt sie jetzt die Windel? Oder was macht sie? Zuhören? Windel benutzen? Ja, wir lassen sie einfach mal machen. Oder kommt die Maike jetzt hier hin? Ich glaube, sie kommt hier hin. Ja, im Klo müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt unterhalten. Also auf dem Klo. Das muss jetzt nicht gerade sein. Also, ich weiß ja nicht. Ihr könntet euch vielleicht gemeinsam hier hinsetzen. Kann sie das überhaupt? Nee, sieht so aus, als würde sie das gar nicht können, ne? Hier plaudern. Hier sitzen. Ja, auf dem Boden kannst du sitzen, aber...
Weißt du, Henry steht einfach nur rum. Maike, was machst du jetzt? Achso, du pullerst jetzt erstmal. Okay, vielleicht möchtest du dich dann zu ihr setzen. Ich weiß ja nicht. Sie wird jetzt auch schon müde, ne? Kann sie auch nicht hier sitzen? Doch, sie kann hier sitzen. Ja, Henry, dann bleib einfach stehen, ne? Dann bleib halt einfach stehen. Ist schon in Ordnung. Warum bist du wieder wütend? Müde. Och Gottchen. Oh, das ist so schlimm. Wir müssen echt für dich einen Mittagsschlaf mit einplanen, habe ich das Gefühl. Über Superhelden reden. Ja. Sie möchte da was mit Henry machen. Oh, Henry kommt jetzt auch. Unfug reden. Über Lieblingstier? Was ist nochmal Hilfe? Nee, warum geht das jetzt alles nicht? Es wird ein Hochstuhl benötigt. Ach, natürlich. Oh, oh. Oh, sie ist sehr wütend. Sie ist sehr wütend. Henry, du meckerst da aber nicht rum, ne? Das will ich nicht hoffen, dass du da rummeckerst. Wir reden einfach mal ein bisschen mit den beiden. Hier, Henry, mit dir auch. Liebhaben. Ja. Ach, Lucy, toll. Ich glaube aber, wir müssen gleich wirklich schon wieder nach Hause. Ich meine, sonst pennst du doch hier ein. Ich finde das Brabbeln aber echt toll, muss ich sagen. Was würdest du gerne machen? Tobsuchtsanfall bekommen? Das könnten wir auch mal probieren, oder? Das könnten wir auch mal probieren. Oh, es ist so niedlich. Es ist einfach so niedlich. Olivia hat 280 Simoleons mit nach Hause gebracht. Tobsuchtsanfall bekommen. Das möchte ich. Das wollte ich sehen. Ich bin aus dem Spiel raus. Gerade jetzt, oder was? Ich bin wieder da. Alter, was ist denn heute wieder los mit Sims? Ich lasse das Telefon jetzt gerade mal klingeln. Oh Gott, Lucy. Wie, das war's jetzt schon? Das war's jetzt schon. Ein paar Mal wütend aufstapfen. Maike um Essen bitten. Jetzt macht sie erstmal in die Windel. Alter, was ist denn hier los? Das ist ja unglaublich. Ja gut, aber so müde wie du bist, würde ich echt sagen, wir gehen nach Hause, oder? Du musst um 16. Ach so, es ist jetzt schon. Zur Arbeit gehen. Ja, pass auf, dann geh du mal zur Arbeit. Wir müssen dann gleich mal schauen. Halbe Stunde jetzt noch. Gucken wir mal, was dann automatisch hier mit Lucy passiert. Und ob wir dann noch nach Hause gehen können. So, jetzt hat sie in die Windel gemacht. Auf Boden Nickerchen machen. Ach du Arme. Ach du Arme, legst du dich denn richtig hin? Was machst du? Oh, sie legt sich richtig hin. Oh Gott, das tut mir gerade so leid, hier auf den kalten Stein. Und ihr zwei seid irgendwie auch total daneben, kann es sein? Ihr macht irgendwie gar nichts mehr. Ihr schaut ihr da beim Schlafen zu, oder was? So, Maike, 10 Minuten noch, dann bist du sowieso weg. Und dann gucken wir mal, ob wir dann automatisch wieder nach Hause kommen mit Lucy. Ich weiß es nicht. Oh, krümelt sie sich hier auf dem Boden zusammen. Ronny! Hallöchen! Hallo, schön, dass du da bist. 1136 Simoleons und 520. So, Madame, wie sieht's jetzt hier aus mit der Arbeit? Was passiert dann? Was passiert, wenn du zur Arbeit gehst? Du gehst jetzt los, ne? So, dann sind wir im Endeffekt nur noch mit Lucy hier. Bin ich gespannt, was dann passiert. Sie nimmt sie hoch, zur Arbeit gehen. Wir gucken mal. Ich glaube, wir sind gleich automatisch wahrscheinlich wieder zu Hause, ne? Aber es war doch ganz nett. Ich hätte halt nur gedacht, dass man vielleicht mit den kleinen Kindern doch noch ein bisschen mehr spielen kann. Also auf den Geräten, aber gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Warum läuft sie so merkwürdig? Sie hat gerade voll den komischen Gang, oder? So, wie ich es mir gedacht habe, automatisch wieder zu Hause steht die Lucy da jetzt alleine. Ach, ihr zwei steht hier auch noch. Pass auf, Lucy, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du jetzt schon ins Bett gehst. Was macht sie jetzt? Bringst du sie direkt schon ins Bett? Halten. Ja, halten ist natürlich super, aber ins Bett bringen ist auch gut. Machst du das direkt? Lucy hier absetzen. Ja, wenn du dann schon mal da bist, dann kannst du sie aber auch ins Bett bringen. Lucy ins Bett bringen. Mach das doch mal. Gerade von der Arbeit wieder da. Apropos Arbeit. Ich habe gelesen, oh mein Gott, es stimmt wirklich. Es stimmt wirklich. Ich habe gelesen, dass ihr geschrieben habt, dass der gute Max zur Arbeit hochhackige grüne Schuhe trägt. Und es ist tatsächlich so, alter Max. Ich find's witzig.
Ich finde es definitiv witzig. Du möchtest ihr jetzt ein Ständchen bringen? Ich weiß ja nicht, wie wäre es denn, wenn du Online-Spiel, Multiplayer-Spiel, wenn ihr zwei vielleicht mal ein bisschen was zusammen zockt, das ist doch ganz schön. Dann macht ihr was gemeinsam und habt noch Spaß, obwohl sie hat jetzt eigentlich Hunger, aber das macht nichts. Alter Max, die Schuhe sind super. Das wird auch so bleiben. Also definitiv. Ich weiß nicht, ob ich das Outfit ändern kann, aber ich möchte es auch gar nicht ändern, weil ich es echt cool finde. Wo hast du dich jetzt hingelegt? Oder wo möchtest du dich hinlegen, Disco-Nickerchen? Oh, es ist erst 17 Uhr. Na gut. Na gut, wenn du meinst, dann mach das. Kannst du ruhig. Und du arbeitest jetzt bis wie viel Uhr? Ich glaube 21 Uhr, oder? Jo, du arbeitest bis 21 Uhr. Ja, Marie, ich... Ich weiß es bei dir nicht. 2000 Follower besitzen, gut. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Oh, Diego stolziert da wieder rum. Ich bin halt nur am Überlegen, ob wir nicht erst die anderen Bedürfnisse hier erfüllen. Pass auf, das machen wir auch. Du kannst erstmal hier vorne zum Klo gehen. Verwenden. Und dann schnappen wir uns erstmal was zu essen. Dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen Fernsehen schauen oder so. Was ist damit? Arme Ritter. Mir den Strom abgestellt. Das ist aber nicht so nett. Dann werde ich doch direkt mal Rechnungen bezahlen. Dann hat es wohl nicht funktioniert, das letzte Mal. Müssen wir dann auf jeden Fall machen. Ich glaube, sonst verderben doch auch bestimmt alle Sachen hier im Kühlschrank, oder? Wenn der dann gar nicht mehr funktioniert. Ach, geil. Pass auf, wir machen das so. Ich weiß nicht, ob du das während des Essens machen kannst. Dann machen wir das lieber jetzt direkt, ne? Dass wir sofort die Rechnung bezahlen. Oh Gott, ey. Strom abgestellt. Wie übel ist das? Das hatten wir bis jetzt, glaube ich, nur einmal. Und? Hast du es jetzt gemacht? Rechnung bezahlen. Das hatten wir nur einmal. Und das war, glaube ich, in der Asylum Challenge. Machst du das jetzt, Madame? Ich hoffe, die stellen den Strom dann auch direkt wieder an. Das wäre ja richtig übel. Das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, ne? Pass mal auf, wenn wir zum Briefkasten gehen, Miete bezahlen, probieren wir das mal so. Oh, wie mies, ey, wird uns hier der Strom abgestellt. Ach, ihr zwei Süßen, du liebst ihn auch, du liebst ihn auch mit den grünen Schuhen, ne? Arme Ritter essen. So. Alles klar. Strom ist wieder da, Miete ist bezahlt, supi. Dann kannst du da jetzt erstmal die armen Ritter futtern. Max, was hast du da gemacht? Hast dich kreativ ausgetobt? Ist ja fantastisch. Ist ja ganz toll. Du kannst mal bitte das hier leeren. Das stinkt nämlich schon bis zum Himmel. Ich finde es ja süß, dass ihr da mal wieder ein bisschen quatschen wollt. Aber ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir hier auch ein bisschen für Ordnung sorgen. Das ist gar nicht so schlecht. So, Olivia... Follower einen Witz erzählen, das müssen wir noch machen. Das ist unsere einzige Tagesaufgabe. Pass auf, das kannst du machen. Geh mal bitte bei Maike an den PC, der ist hier gerade am nächsten. Schreiben, soziales Netzwerk, Witz mit Followern teilen, das kannst du mal eben fix machen. Und was machen wir da mit dir, wenn du das da ausgeleert hast? Du bist jetzt müde, zwei Stimmen sichern. Ach, das ist doch immer das Gleiche, ne? Gut, das mit der Gruppe. Stimmen sichern, eine noch. Ja, vielleicht bei der Marie, das könnten wir mal probieren. Für Politik werben. Wie ging das denn nochmal? Beste Freunde werden? Politikkarriere, Wahl sichern. Machen wir das einfach mal. Ich pack mal eben kurz den Teller hier rein. Genau, stell mal diesen wunderschönen Tonklumpen da einfach hin. Ach, du bist auch schon fertig. Na, das ging ja fix. So, Teller nochmal eben hier hin. Der Witz war gut, das ist super. Wo gehst du hin? Max, du Spinner. Wo gehst du hin? Mit den Schuhen, ne? Ich finde das so geil, wirklich jetzt. Ich finde es großartig. So, Olivia Tanz hat alles abgeschlossen, das ist perfekt. Blasenmacher benutzen. Du sicherst dir da jetzt erstmal die Stimmen. Ja, Olivia, was machen wir mit dir? Magst du vielleicht noch ein bisschen... Was ist das denn? Ach, Diego. Magst du vielleicht noch ein bisschen livestreamen? Ich fand das letztes Mal echt gut. Da haben wir nämlich schön viele Follower dazu bekommen. Und die wird sie ja später bestimmt noch brauchen. Max, was ist mit dir? Es ist 8 Uhr, ne? Ein bisschen kannst du noch wach bleiben. Ist schon in Ordnung. Vor allem auch in den Klamotten. Das finde ich gerade super. Du hast wenig Spaß, ne? Wie ist das denn? Hast du Spaß, wenn du hier zuschaust? Funktioniert das? Film ansehen, Spiel beobachten. Genau, machen wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob sie da Spaß hat. Aber wir können es testen. Ja, Maxchen, was machen wir mit dir? Gleich erstmal zum Klo gehen, ne? Oh, sie trottet da total müde hin.
Ja, du gehst erstmal zum Klo und du kannst die letzte Stunde vielleicht noch fleißig arbeiten. Willst du schon ins Bett gehen? Nee, pass auf, musst du nicht. Dann kannst du erst zum Klo gehen. Hier, wir können mal wieder die liebe Chloe benutzen. Haben wir schon lange nicht mehr getan. Danach kannst du immer noch schlafen. So, ist dann schon in Ordnung. Lucy, wie sieht's aus? Du bekommst langsam Hunger und du wirst wieder mitten in der Nacht wach werden, ne? Und bei dir geht der Spaß sogar beim Zuschauen hoch. Ach, das ist ja super. Und jetzt hast du wahrscheinlich noch mehr Spaß, wenn du dein Outfit änderst und nicht unbedingt in deinen Arbeitsklamotten hier rumstehst. Was wollen wir heute mal anziehen? Was wollen wir heute denn mal anziehen? Das hier mal wieder? Ich glaube, das hatten wir schon länger nicht mehr. Und du bist da schön am Follower sammeln, ne? 10.000. Und wo können wir sehen, wie viele du hast? Ach, das müssen wir dann am PC, ne? Müssen wir dann kontrollieren, oder? Verfügbarer Urlaub 4 Tage. Okay. Ach so, du ziehst dich jetzt gar nicht um, weil du das da beobachtest, ne? Ja, ist schon in Ordnung. Und Diego steht da wieder wie blöde im Flur rum. Und Lucy schläft. Seelenruhig. Aufs Töpfchen gehen. Maike ist wieder zu Hause. 330 Simoleons. Und todmüde. Oh Gott, du Arme. Level 4 der Schreibfähigkeit. Nee, dich schicken wir direkt ins Bett. Du hattest heute einen anstrengenden Tag. So, schlafen gehen. Das hier mache ich aus. Und dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge? Es war ganz nett mit der Lucy. Die Lucy hat jetzt eine Freundin. Ich weiß nicht, ob wir die Lisa dann auch mal hierhin einladen können. Müssen wir mal schauen. Und wie es dann mit Dante und Marie weitergeht, müssen wir auch gucken. Ich werde mich da mal schlau machen, ob ich wirklich ein bestimmtes Level brauche. Und wenn ja, dann werde ich das auf jeden Fall schon mal so erspielen mit der Familie oder ercheaten, je nachdem, muss ich da mal schauen, dass wir sie auch zur Gelegenheit zu gegebener Zeit, das meinte ich, mal beißen können. Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss und gute Nacht, Marie.